Bock auf die geilsten Kartoffeln der Welt? Nämlich Flammkuchenkartoffeln. Super schnell, einfach und richtig lecker. Perfekt für die Feierabendküche. Hallo zusammen. Hallo. Heute machen wir eine schnelle Nummer. Heute gibt es bei uns Flammkuchenkartoffeln. Und wir zeigen dir jetzt, wie das geht. Und wir fangen an mit einer Zwiebel. Mit einer roten Zwiebel. Also eine weiße holen. Aber rot sieht halt schöner aus. Genau. Also, sind auch manchmal ein bisschen milder. Genau. Ist halt Geschmackssache. Richtig. Willst du da irgendwas sagen zu dem Gericht? Oder? Nee, ich bleib dieses Mal einfach still. Nein, ist ein tolles Gericht, wenn man Kartoffeln übrig behalten hat vom vorherigen Gericht. Wir haben jetzt noch ein paar gedämpfte Kartoffeln übrig. Kannst du natürlich auch genauso mit gekochten Kartoffeln machen. Und ist eine tolle Geschichte für eine schnelle Mittagspause, für einen schnellen oder einfachen Feierabend. Und schmeckt. Also wichtig, was schmeckt. Richtig. Bin auch mal gespannt, weil ich kenne sie noch nicht so. Also bei uns gab es die früher schon. Aber momentan sind die wirklich total hip. Na gut, hip muss halt immer gut sein. Ich bin gespannt. Aber die schmecken. Vertrau dir da mal. So okay? Ja, so okay. So, dann perfekt. Aber die Tatsache, wenn Schinkenwürfel, Zwiebeln, Knoblauch, Schmand oder Käse zusammenkommen, spricht doch eigentlich schon dafür. Eigentlich kann das nur gut werden. Richtig. Es sind nur Fett im Spiel. Fett ist Geschmacksträger. Das kann ich sagen, ich sag, ja. So, ich habe mir jetzt schön Würfel geschnitten. Ich hätte lieber Halbringe gehabt, aber mein Mann meint, das Mundgefühl ist dann nicht so richtig passend. Muss ja auch passen vom Mundgefühl, ja. Vor allen Dingen für dich. Richtig. So, so sieht es aus. Passt. Passt. Kommt schon mal in die Schüssel. Der Rest sehen wir gleich. So. Jetzt habe ich gesehen, du hast noch Knoblauch hier liegen, ne? Ja. Mach schön auch noch rein. Ein aus Fernost, einen dicken. Da sollte jeder auch so viel nehmen, wie sein persönlicher Knoblauch Geschmack, sein persönlicher Knoblauchmodus hergibt. Oh, da scheiden sich ja die Geister. Die einen, die mögen viel Knoblauch, die anderen mögen überhaupt keinen, die anderen mögen nur ein bisschen wenig. Ja, wir sind immer so von der Kategorie eigentlich. Ist gesund. Ein bisschen mehr ist gesund. Ist halt Geschmackssache. Außer ganz, wenn die Familie zu Besuch ist. Die mögen wir nicht. Nee. Teilweise keinen. Dann geht noch mehr rein. Ja. Die wissen ehrlich gesagt gar nicht, wie oft wir schon Knoblauch im Essen hatten. Und es war total gut. Sag das laut, weil die gucken auch die Videos. Stimmt. Viele Grüße. So. Ja, so reicht schon. Jawohl. So. Guck mal, bei so einem guten Messer brauchst du gar keinen Schieber. Nee. Wobei man sagt ja, wenn es so stark über das Brett zieht, könnte auch stumpf werden, aber unser Messer ist dann so scharf. Da machst du eigentlich keinen Kopf drum. Nee. Da hast du jetzt die Zwiebeln drin und den Knoblauch. Richtig, hier sind jetzt die Zwiebeln und der Knoblauch drin. Jawohl. Ja. Einmal scharf stellen, genau. Passt so. Und da kommt jetzt dabei. Einmal. Schinkenwürfel. Mhm. Wir haben die relativ mageren. Ja. Ist ja genug anderes Zeug drin. Genau. So, dann habe ich hier Schmand. Genau. Einen Becher. Du kannst alternativ auch Crème fraîche nehmen, aber so ein schnittfester Schmand ist da noch mal ein bisschen geschmackvoller. Dann einen Becher Brissot oder Mireille. Wir haben jetzt einen Mireille, genau. Also im Endeffekt kannst du einen Kräuterfrischkäse holen nach deiner Wahl oder du nimmst einen normalen Frischkäse und knallst da Werbung? Alles an Kräutern rein, was du haben möchtest. Dann brauchen wir noch ein bisschen Gemüsebrühe, richtig? Ja. Das hat meine Frau schon in Wasser abgemessen. Ja. Wir haben jetzt hier eine Gemüsebrühe ohne Schnick und Schnack, also heißt ohne Geschmacksverstärker, ohne Gedöns. Da kann jeder holen, was er will. Wir schwören auch so was hier. Genau. So. Ich mach so anderthalb. Ja. Jawohl.
gerade so ein bisschen Geschmack dran ist. Bei der braucht man ein bisschen mehr. Aber dafür ist es auch wesentlich gesünder, wie gesagt. Da ist keine E-Nummer, nichts. Das ist gutes Zeug. Ich würde aber, bevor du die Gemüsebrühe dazu gibst, schon mal umrühren. Dann hast du es nachher ein bisschen einfacher. Du meinst vom Matschefaktor her? Vom Matschefaktor her. Dann tun wir erstmal umrühren. Ja, das ist ein bisschen eng bemessen. Aber ja. Ist aber auch wegen dem schnittfesten Schmand, dass das Ganze ein bisschen von der Konsistenz her fester bleibt. So. Da geht das schon in die richtige Richtung. Jetzt machen wir hier unsere Brühe dabei. Ich vertraue mir mal, dass das richtige Maß ist. Wenn nicht, ist es halt so, ne? Jetzt muss ich auch mal nicht zu viel Matsche reinmachen, weil fest und flüssig geht am Anfang nicht so richtig gut. Wer ja schon mal im Sandkasten gespielt hat, der weiß, wie es geht. So. Dass die Sauerei nicht innen meinte. Das gehört aber zu einem normalen Kochvorgang dazu. Also die Leute, die nie zu Hause in der Küche wutzen, die sollen mal bitte in die Kommentare schreiben. Da brauchen wir echt einige Tipps. Gut, man kann da auslegen mit Planen. Ne? So. Da kommt noch ein, hast du gesagt. Schmeckst du erstmal ab, ob wir noch Salz brauchen. Das wäre jetzt eine gute Geschichte. Mit einem anderen Löffel, bitte. Ich wollte eigentlich den raus. Also, wie du magst. Salz müsste eigentlich... Gut, das ist Kräuterfrischkäse. Bisschen kann auch ran. Okay. Aber nicht viel. Mal nicht vergessen. Also ein bisschen Pfeffer. Die Schinkenwürfel haben ja auch noch Salz. Und wenn die gleich warm werden, gehen die ja noch ein bisschen ab. Aber die Kartoffeln schlucken ja auch ein bisschen. Die Kartoffeln ziehen ja auch. Genau. So. Und machen wir ein bisschen Thymian dran. Ja. Weil Thymian geht immer. Okay. Passt auch gut zu Kartoffeln. So ein Teelöffel? Ja, ungefähr. Du hast eine große Portion, kann ruhig ein bisschen mehr. Wir wollen ein bisschen Geschmack auch dran haben vom Thymian. Yes. Also sagen wir mal, zwei gute Teelöffel sind das auf jeden Fall. Wenn du jetzt alternativ Rosmarin nimmst, mach da einen Teelöffel weniger ran. Rosmarin ist da dann doch ein bisschen penetranter. Oder dominanter. Beides. Also penetrant ist immer so negativ an. Weil dominant, ja, egal. Penetrant war jetzt auch ein bisschen negativ gemeint. So, das war schon, ne? Die frische Petersilie. Aber nur ein Teil. Ja, nur ein Teil. Ein Teil willst du ja noch haben für Schnitzel zu machen, oder? Genau. So. Muss ein bisschen was rein hier. So. Genau. Ja, und dann haben wir eigentlich schon die Hälfte gemacht. Ist mehr als die Hälfte. Du hast da eigentlich schon noch warten. So, da komme ich eigentlich zum letzten Schritt. Wir haben jetzt hier eine Pfanne mit einem abnehmbaren Griff. Macht es gleich ein bisschen einfacher. Ja, also die Sache in den Backofen zu kriegen. Und dadurch darf die Pfanne halt auch in den Backofen. Genau so sieht es aus. Ansonsten nimmst du eine Auflaufform. Eine Auflaufform. Oder halt eine Pfanne mit einem feuerfesten Griff. So, jetzt haben wir hier unsere Kartoffeln. Die haben wir vorher schon gedämpft. Oder halt vom Vortag, wie du das machen willst. Genau, gekochte Kartoffeln gehen natürlich genauso. Richtig. Die hat einfach nur darum, dass sie schon gegart sind, weil im Endeffekt kommt da jetzt die Soße drüber, die wir eben angerührt haben. Also das ist wirklich keine Hexerei. Ruhig über alles drüber. So genehm? Wunderschön machst du das. Ja, ich war im ersten Leben Kartoffel übergießen. So. So, wenn das, hier kann man ein bisschen drüber gehen, klar. So, passt. So, und jetzt kommt noch Käse drüber, richtig? Ja, bisschen Käse. So. Schön. Mit Käse alles besser. Wir haben jetzt hier einen Gouda. Jo. Du kannst jeden anderen beliebigen Käse wählen. Wenn man ein bisschen kräftiger haben will, holst du einen Emmentaler oder ja. Cheddar würde glaube ich auch gehen. Ja.
Schreib mal in die Kommentare, was dein liebster Käse zum Überbacken ist. Was ist dein liebster Käse zum Überbacken? Das ist mal eine gute Frage. Wirklich eine gute Frage. So, so sieht die ganze Soße jetzt aus. Jetzt kommt die Soße in den Backofen. Jawohl, ja. Bis gleich. Wie lange? Wissen wir noch nicht. Ah, okay. Wir schätzen, es sind ca. 20, 25 Minuten. Aber we will see. Wir sagen mal Bescheid, wie lange die dauert hat. Bis denn. Bis dann. So. Und dann einfach nur... Das beschlägt. Beschlägt? Ja. Einfach mit dem Griff hier rein. Perfekt, oder? Super. Mega. Und so muss er danach aussehen. Schön goldgelb. Eieiei. Schön der Käse geschmolzen. Mega lecker. Wunderbar. Ja. Und keine Hände verbrannt. Perfekt. Super. Sieht gut aus, ne? Ja. Jetzt kommt noch ein bisschen Deko drüber. Sieht alles ein bisschen schöner aus. Genau. Wir essen gleich einen kleinen Salat noch mit dazu. Der passt hervorragend. Perfekt. Aber was für schlechte Gewissen. Sehr schön. Rezept findest du wie immer auf unserer Homepage www.ungers-kitchen.de. Abonnier uns gerne hier auf YouTube oder auch auf Instagram. Lass auch gerne ein Like da. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Nachkochen. Schönen Abend noch. Tschö. Tschüss.